So, da wünsche ich einen wunderschönen Mittwochabend, meine Damen und Herren. Wir befinden uns live in F123 und werden heute 100% in Monza fahren und dabei mal gucken, ob wir Fortschritt auf der Strecke gemacht haben, seitdem wir das letzte Mal ja am Montag im Time Trial hier auf Monza unterwegs gefahren. Genau, wir sind wohin gefahren. Nein, unterwegs gewesen sind natürlich. Ja, mal gucken, ob sich das Ganze heute auswirken wird oder nicht. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wünsche euch allen erstmal wunderschönen guten Abend natürlich. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Woche bisher hattet oder dass ich sie euch noch ein bisschen schöner machen kann. Moin, Micha, Archie, Cobra, Uri, Sushi, Snoopy, Joram. Und natürlich auch ein Eis, die gerade im Lurk befindet. Schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Und Sushi, danke für den Resub in den 7. Monat. Vielen lieben Dank für den Support. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Moment, ich muss kurz eine Sache nachgucken. Sekunde. Ah, okay. Alles fein, alles fein. Ja, es wurde gerade tatsächlich auch das Forza Motorsport Update angekündigt, worüber wir auch mal kurz reden können, weil ich habe ein paar Sachen zu Forza Motorsport zu sagen. Und möchte Turn 10 dolle drücken. Ganz, ganz doll. Ganz, 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 ganz doll möchte ich die drücken. Nee, es. Es passieren in Forza Motorsport aktuell echt Dinge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Aber gut, dazu kommen wir dann gleich vielleicht. Wenn ein paar mehr Leute da sind, dass wir uns gemeinsam aufregen können. Ist doch auch schön. Buri auch mittlerweile 10 Streams in Folge da. Sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs beständige Dasein. Und okay, Livery ist auch wieder installiert. Nous allons intégrer des données supplémentaires durant cette séance. Comme nous avons de nouveaux composants, nous voulons nous assurer que tout marche convenablement. Moment, bin gleich wieder bei euch. Ja, wir machen mal vom Setup, denn ich würde tatsächlich behaupten, moin Kevin, ich würde tatsächlich behaupten, dass wir vom Setup her sogar trotzdem bei dem bleiben, was wir hatten. Vielleicht ein paar kleine Anpassungen. Die wir uns ausgearbeitet hatten, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir jetzt die Aero krass hochschrauben auf Monster, auch nicht dramatisch happy werden. Ich glaube sogar mit 5, 7 bin ich sogar relativ hoch, werde im zweiten Sektor ganz gut dabei sein. Referenz sagt mal, vielleicht ein bisschen mehr öffnen auch nochmal. Genau, aber den Rest würde ich sagen, behalten wir dann sogar genauso, wie wir es hatten. Könnte gut funktionieren. Mal gucken. Mal gucken. Wir werden jetzt sehen, ob das Setup klappt. Und moin, Tim. So, dann machen wir erstmal die Trainingsprogramme und gucken, ob das Setup funktioniert. Ich habe den Motor nicht gewechselt. Na gut, ich fahre jetzt nur 3 Runden. Alles fein. Wobei ja sowieso die Frage ist, ob wir in Monza nicht uns einen komplett frischen Motor ran. Und weil wir werden noch einen brauchen. Ziemlich sicher. Zumindest einen Verbrenner werden wir halt auf jeden Fall benötigen. Jesus Christ, ich habe das Temporadar nicht geschafft. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn ich Temporadar nicht geschafft hätte, wäre ich im Begrenzer hängen, hätte ich aber einige Fragen gehabt an der Stelle.
Also das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, war fast gut. Ja, wie gesagt, wir werden halt auf jeden Fall zumindest einen neuen Verbrenner noch brauchen. By the way, von Waldnitz-Sachen alle. Ganz vergessen. Boah. Okay, bisschen spät eingelenkt. Ja, Askari muss ich einfach aggressiver durch, tatsächlich. Danke, ebenso oder so. Ja, Chat, ihr seid mein Valentinstate. Wir verbringen hier einen schönen Abend zusammen. Ja, genau, das ist eine Fahrerkarriere hier. Welches Nebenprogramm habe ich nicht geschafft? Wahrscheinlich Reifenabnutzung, könnte ich mir vorstellen. Ich habe halt gar nicht drauf geachtet, welche ich habe überhaupt. Aber im Zweifel ist es die Reifenabnutzung, weil die in F1 irgendwie... Ich bin reifenschonend, das Spiel weiß es nur nicht. Also das ist ja kein Scheiß, also ich bin ja wirklich eigentlich... Das merke ich jedes Mal, wenn ich Multiplayer fahre. Ich bin immer einer, der Ressourcenmanagement, gerade Reifenmanagement, insane gut drauf hat. Ja, nicht gerade Reifenmanagement, ERS kann ich noch besser, aber Reifenmanagement bin ich auch voll am Start eigentlich. Naja, unser Auto ist wahrscheinlich echt sehr mächtig auf der Geraden, wenn wir auf der Gegengeraden auch fast in die ganze reinrennen. Ist das schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Können wir vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Aero fahren. War das die 3? Ne, das war die 2. Der war quick. Oder? Ja, mach mal 1,3 Zehntel. Ja, allgemein, dass wir in den Begrenzer rennen, ist komisch. Das sollte eigentlich nicht passieren. Man kann auch bei einem Formel 1 Auto das Getriebe anpassen. Das ging ja früher sogar im Spiel. Du konntest ja früher in den Spielen tatsächlich... Ich glaube sogar bis auf 1.2019 oder so konntest du das Getriebe anpassen. Das haben sie erst relativ spät abgeändert. Ich meine, was war die höchste Topspeed nochmal, die Bottas da gefahren ist? 3.70, 3.77 oder so? Das war, glaube ich, Bottas hier in Monza sogar. Oder war das in Baku? Ich glaube, es war in Monza. Baku oder Monza? Eins von beiden. Sieht doch gut aus. Die Reifenabnutzung, ich sehe das Problem nicht. Kann auch Baku gewesen sein. I don't know. Wäre auch realistisch, der letzte Sektor in Baku ist ja sehr krass Highspeed-lastig. Relâche la pédale et avance en roue libre dans les virages pour économiser ton carburant. Il faut aussi que tu restes en dessous du tour de référence. Hast du jetzt 5 Stich? Erst vorbeilassen und dann wieder. Da wieder durch wollen. Nee, Mexiko safe nicht. Auf Mexiko fährst du ja sogar, obwohl das eine Highspeed-Strecke, jetzt wäre es auf Mexiko ja sogar sehr viel Flügel. Weil die Luft so extrem dünn ist. Jeff ist Franzose aktuell. Der war schon mal, wir hatten Japanisch, Chinesisch,
Spanisch, Italienisch, Englisch natürlich. Ich glaube, mittlerweile haben wir echt fast alle Sprachen durch, ne? Hat man nicht sogar Portugiesisch schon mal? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da war mal was. Aber ja, wir haben eine Kanalpunktebelohnung, über die Chat das Ganze abändern kann. Sprache. Das ist auch irgendwann einfach aus dem Gag entstanden. Ich weiß, ich habe, glaube ich, in einem 1.22 dort gewesen sein, Jeff einfach mal just for the Gag auf Japanisch gestellt. Dann war er ungefähr ein halbes Jahr Japaner. Und ich habe damals wirklich sogar Japanisch gelernt, deswegen ein paar Worte. Ich kann sie heute noch nicht mehr, aber wenn ich sie hören würde, würde ich sie noch wissen. Und irgendwann, ich glaube sogar auch in der 1.22, ist das dann eine Kanalpunkte-Belohnung geworden. Und ich glaube echt sogar Japanisch und Spanisch dürften die Sprachen sein, die wir am meisten hatten seitdem. Aber jetzt aktuell Französisch. Darf ja auch mal sein. Das darf ja auch mal sein. Nee, Polnisch gibt's nicht. Ich bin ein Begrenzer, Zweiter im Tempora da. Erklär mir das bitte mal jemand. Ich sehe die Logik gerade nicht ganz. Nee, ist das nicht das Problem vom Mercedes-Motor hier im Spiel? Ich glaube, mit anderen Motoren kommt man höher. Tatsächlich. Ja, ob es gleich Archie ist. Hier nicht in die Grenze rein. Es wird Quali wird interessant, wenn ich halt echt da gar nicht im Grenze sein. Ich möchte wirklich im Qualifying auch mal auf die Temporadare schauen. Von den anderen, was die da so fahren. Ich denke, hier werde ich jetzt noch nicht so viel. 52, zweiter aktuell. Ja, aber 52 schaffe ich ja schon nicht. Ha. Faszinierend. Aber jetzt vielleicht einen, der höher ist. Ne. Ja, gucken wir in der Quali dann. Moment, Leute, ich kann gerade nicht hochschalten. Ich habe Weißbrot in der Hand. Richtig. Juan. Danke für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Erste Chatnachricht und direkt Bits da lassen. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Moin, Moxig. Ich habe einen, so ist nicht, aber... Geh im Zweifel in Time Trial rein. Lad den E-Sport Setup, stell die Flügel weniger aggressiv ein und das passt meistens. Also so baue ich meine Setups im Großteil auf, dass ich einfach ein E-Sport-Setup ein bisschen entschärfe, sag ich mal.
Moin, Jove. Ja, wir sind tatsächlich ein Monster. Wobei, ich glaube sogar, mein Baku-Setup ist gar nicht mal gut, weil ich Baku nur einmal bisher gefahren bin und dann die Strecke als Schrott empfunden habe, weil die im Spiel einfach keinen Grip hat. Baku ist mit deutlichem Abstand die schlimmste Strecke in F1-23. Und deswegen ist mein Baku-Setup gar nicht mal gut, glaube ich. Weil ich einfach keine Reiterationen davon habe, weil ich es nur einmal gefahren bin bisher. Wen nimmst du da irgendeinen von den E-Sportlern? Kiefer beispielsweise. Keine Ahnung, Blakely. Ich meine, die fahren eh alle zu einem Großteil das gleiche Setup, deswegen macht das relativ wenig. Ich folge dich schon lange auf YouTube und dachte, ich gönne dir mal was. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ja, Baku fährt mal richtig auf Eis. Also Baku ist echt nicht schön hier im Spiel, bin ich ehrlich. Ich habe ja sogar... Das ist ja eine Sache, die ich sogar an Codemasters weitergeleitet habe, dass Baku halt einfach echt keinen Grip hat. Moin schon, Rambo. Und die Rückmeldung davon... Also ich habe ja durch... Dadurch, dass ich im EA-Programm bin, habe ich ja direkten Kontakt auch zu den Leuten, die das weiterleiten können. Hab dadurch ja unter anderem auch einen Bug relativ zu Release fixen können. Das war ja ganz am Anfang so, dass die Drehzeitberechnung in den Karrieren anders war als in allen anderen Modi. Die war noch so wie in F1-22 und nicht mit dem neueren, besseren System, was dafür gesorgt hat, dass die Starts sehr viel schwerer waren. Das ist mir damals ja aufgefallen, direkt im ersten Stream. Hatte ich weitergeleitet dann an Codemasters und es hat, ich glaube, nicht mal eine Woche gedauert, bis es gefixt wurde. Bei der Baku-Sache war dann die Rückmeldung, ne, das passt so. Ist ein Startkurs, die haben halt weniger Grip. Ha? Aber nicht so wenig, also nicht weniger als Singapur oder Monaco. Ganz weird. Und mein Safe Cheese. Okay, warte mal. Neues Getriebe werden wir nicht brauchen. Neue Steuerelektronik werden wir auch nicht brauchen. Wir müssen mal hier ganz kurz evaluieren. Turbolader werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen, gehe ich davon aus. Energiespeicher. Wir haben noch 5 Rennen, ne? 6 Rennen mit dem hier, okay. Ja, kann sogar sein, dass wir noch einen Energiespeicher brauchen. Ja, wahrscheinlich. MGU-8 könnte passen. Weiß ich gerade aber nicht, aber könnte. MGU-K... Okay, ja, das reicht auf jeden Fall, was wir da haben. Aber ja, Verbrennungsmotor brauchen wir safe noch einen. Vielleicht sogar 2. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns einen neuen Verbrennungsmotor ran, wir holen uns einen neuen Energiespeicher ran. Das heißt, wir werden eine 10-Platz-Grid-Strafe haben. Das heißt, wir werden die Quali auch trotzdem fahren, dass wir irgendwo vielleicht dann trotzdem noch P12, 13, idealerweise natürlich 11 starten. Glaubt ihr, wir gewinnen die Rivalität gegen Paris? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also es könnte... Könnte sein. Und... Also wir hatten 108 als Schwierigkeit in Monza. Bin mal gespannt, ob das Richtigkeit hat oder nicht. Mich würde halt auch echt interessieren, ob wir den Flügel noch ein bisschen höher schrauben oder nicht.
I don't know. Ja, kannst mal testen. Es war auf 6,8 gehen. Schadet nicht zu testen, ne? Mal gucken. Moin Lava. Archies. Ja, da können wir tatsächlich kurz über das Forza-Update reden, was jetzt in einer halben Stunde, glaube ich, erscheinen wird. Wurde jetzt angekündigt, Update 5 für Big Cobra. Und klar, großes Highlight vom Update, die Nordschleife. Die visuell in dem Video, was sie gezeigt haben, wahnsinnig geil aussieht. Also, no shit, könnte rein vom optischen her erstmal die schönste Nordschleife sein, die wir je in dem Spiel hatten bisher. Von dem, was ich jetzt so, wie gesagt, aus dem Video raus gesehen habe. Natürlich, wie gesagt, großes Highlight des Updates. Bin ich mal gespannt, wie es sich fahren wird. Ich werde das Update natürlich gleich runterladen, morgen ein Video aufnehmen, was dann Freitag erscheinen wird. Ich muss morgen und übermorgen noch einige Videos aufnehmen, fällt mir auf. Vielleicht fällt der Stream am Freitag aus. Ist Freitag überhaupt ein Stream angesetzt? Ich bin da gar nicht sicher. Yo, klar, Schach und Velo. Ich lasse den Freitagstream nicht ausfallen. Da war ja was, da. There was what has been. Da ist was gewesen. Ja, dann wird morgen witziger. Ich schreibe morgen eine Klausur. Hab den Stream um 18 Uhr und darf wahrscheinlich noch irgendwas um die 4 Videos, 5 Videos zwischendrin aufnehmen. Ja, das wird schon. Da darf sich dann Zukunfts-Andi drum kümmern. Leute, ich krieg das hin. Ganz ehrlich, das wäre nicht der krasseste Marathon, den ich je gemacht habe in meinem Leben bisher. Morgen ist Donnerstag. Ich weiß, ich habe ja auch über den Donnerstag geredet. Was schreibst du denn morgen? Glaubst du oder glaubst du mir nicht? Eine Klausur. Nee, aber Leute, ganz ehrlich, also ich habe die Gamescom geschafft mit, keine Ahnung, 19 Videos oder was in 3 Tagen, die ich aufgenommen habe. So, kriegen wir das morgen auch hin. Kein Problem. Wir waren bevor zum Motorsport. Wechseln wir mal das Thema. Ganz geschmeidig und entspannt. Keiner gehört, was ich gerade gesagt habe. Ha? Okay, Leute, chillt. Ich kann nichts auf Monster, ich sehe es ein. Macht mal ein bisschen langsamer. Okay, ja, also ich fahre mit dem alten Motor, aber das ist jetzt trotzdem, naja, okay, gut.
Okay. Nee, also wie gesagt, wir hatten. Wir kriegen die Nordschleife. So, machen wir weiter. Wir kriegen die Nordschleife. In Forza Motorsport. Dann haben wir noch ein paar Spotlight-Cars. Ja, die. Also Fahrzeuge, die jeder for free bekommt. Und ich kann sagen, das sind Highlights. Ich verstehe es nicht. I don't get it. Leon Games hat so viel Flak dafür abbekommen, dass die in ihren Updates am Anfang von Horizon 5 nur alte Fahrzeuge reingebracht haben aus Forza Horizon 4. Da haben die so viel Flak für abbekommen. Wie Jetzt genau sag kriegt doch Turn 10 einmal das ein. hin, in ihrem Studio zu sitzen und sich zu denken, alte Fahrzeuge sind super. The fuck? Wir kriegen den 2013er Audi RS7. Yay. Den 2011er ist es, glaube ich, SLS. Hurra. Den 2014er Turbo S. Hello. Und den 2023er M2, der immerhin zwar ein neues Auto ist, aber auch aus Horizon 5. Ja. Genauso aus Horizon 5 dann auch das Spotlight-Fahrzeug der GT4 RS. Also käme GT4 RS. Weil einen neuen Turbo S, einen SLS Black Series oder ein GT3 RS mit dem Nordschleifen-Update reinzubringen, wäre halt auch einfach nicht machbar gewesen, muss man sagen. Da muss man die alten Kamellen nochmal rausholen. Und da echt nochmal zeigen, dass man in der Vergangenheit ein paar coole Fahrzeuge hatte, die man dann auch nochmal reinbringen kann. Das muss man halt auch einfach verstehen. Nee, also wirklich, ich habe mir das angeguckt und mir wirklich gedacht, das meint ihr doch nicht mehr ernst mittlerweile. Wie gesagt, gerade wenn ich überlege, dass am Ende des Tages ja nicht nur Playground Games, sondern auch Turn 10 selber in Motorsport 7 genau dafür so viel kritisiert wurde, genau dafür, dass sie sich irgendwie wenig Gedanken machen, was für Fahrzeuge sie reinbringen und halt einfach die alten wieder reinschmeißen. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Moin Norbert. Dann kriegen wir immerhin über die Open Class Tour mal ein neues Auto. Den Racing RSR, der glaube ich in Le Mans gefahren ist, wenn mich nicht alles täuscht. Von 74. Ich glaube, der ist zumindest in Le Mans gefahren, zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Und dann kam der Car Pass. Ich sage immer noch, dass der Car Pass bisher eine Katastrophe ist. Der Car Pass wäre eine 10 von 10 in Motorsport 7 gewesen. Im aktuellen Motorsport bin ich ehrlich. Nee. Absolut nicht. Jeff, wir haben keine Nachttemperaturen. Was kriegen wir rein? Wir kriegen den Lotus Type 35, war es, glaube ich. Ist ganz nett. Alter Rennwagen. Absoluter Klassiker, nimmt man immer. Dann der Cadillac CTSV, der GT3-Wagen, der VR, wie er heißt, von 2015. Ja. Der Trans-Am Mustang, über den ich ja schon ein paar Mal gesprochen habe, von 2018. Und
Was war? Oh Gott, ja, der letzte war mein absolutes Highlight. Das letzte Carpas-Auto. Halleluja, das ist eine... Also da haben sie echt ein Vogel abgeschossen. Der 2020er TTRS. Und wenn man sich jetzt fragt... warte mal, haben wir nicht den 2018er TTRS schon im Spiel? Und das ist einfach nur ein Facelift-Modell mit absolut minimalen Änderungen. Ja. Ist korrekt. Also 100%, da habe ich auch nichts weiter dagegen zu sagen, weil das ist einfach korrekt. Und ich verstehe es nicht. Wie man sich da so eine Nummer erlauben kann, ich verstehe es wirklich nicht. Also der Carpas ist nach aktuellem Stand echt eine Katastrophe, ich kann es nicht anders sagen. Oh wait, Sainz mit... Sei bei der Temporadar! Ach, Sainz wird hier in der Box. Warte, wen haben wir jetzt noch? Jacko, gut, aber der ist keine Quali-Runde gefahren. Albon. Oh, Albon, mein Albon. 3,47. Okay, also gar nicht so krasser Top-Speed-Unterschied. Auf Mediums? Albon ist gnadenlos, Leute. Albon woke up and chose violence, ich sag's euch. Der ist in einer anderen Galaxie unterwegs. Albons Ziele sind jenseits dessen, was Menschen verstehen können. Kann Carlos Sainz bitte nochmal rauskommen zum Spiel? Dankeschön. 48, okay. Der bin ich immer noch der schnellste Temporadar, sehe ich das richtig? Ja dann. 7,9, let's go. Fahr mal eine Quali-Runde. Fucking Mediums einfach mal, Albon. Der ist eine halbe Sekunde hinter Sainz, Quali war noch soft. Ich glaube auch. Albon denkt nicht, der fährt einen Red Bull. Albon denkt, der fährt den W11. Ich bin... Temporada auf jeden Fall relativ deutlich erster. Natürlich dann insgesamt für einen allgemein sehr schön mit. Ja, genau. Im Temporadar auf der Geraden erster zu sein, sorgt für einen guten Mittelsektor, by the way. Für die, die es nicht wussten. Die Stadt Zielgeraden ist jetzt der zweite Sektor. Gott, Chat bringt euch in Sicherheit. Bringt euch in Sicherheit. Albon hat Windschatten. Rette mich, wer kann.
13. Alonso. Jesus Christ. Die alles im Mittelsektor. Aber wenn ich so früh... Das ist halt das Ding, wenn ich wirklich so früh in den Begrenzer reinrenne, dann kann ich halt echt gut Flügel fahren sogar. Vielleicht einigen wir uns mal auf 18. Ja, Albon hat mit mir geübt. Ich glaube auch. Safe. Der fährt vielleicht eine 1,17. Pass auf. Ha? Wo kommst du her? Aus Frankreich. Ja, gut, weiß ich. Alonso mittlerweile 16. schneller als ich. Ja, ich sehe es auch. Alonso fährt allen vorne weg. Ich fahre mit Gasly und Albon um den zweiten. Let's go. So ein Ding wird das nämlich. Und so. Muss aber tatsächlich dann doch noch mal eine Sache zu. Ich bin der Premium-Bundeszeit gefahren, Leute, guckt euch an. Ich muss eine Sache noch zu Motorsport sagen, tatsächlich. Ich habe es auf Twitter gestern schon gepostet, aber ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass die Kommunikation zu dem Spiel relativ non-existent ist aktuell. Das ist irgendwie komisch. Das ist aber noch ein Upgrade. Ne, kommen wir. Ab jetzt safe war die Ressourcenpunkte. Das heißt, wir stellen jetzt unsere Ressourcenrate auf erhöht und upgraden aber nichts mehr. So hatten wir es in der My Team gemacht. Ich fand das System ganz cool eigentlich. Machen wir ab jetzt auch weiter. Also wie gesagt, ab jetzt wird nichts weiterentwickelt. Und wir gehen in die Quali. Ganz schön, dass sie wenigstens ein Video hochgeladen hatten und nicht nur einen Blogpost, aber wie willst du sowas in dem Stream auch gut reden? Wie hat's Player und Games gemacht über Jahre hinweg? Pas d'inquiétude, tu vas bientôt pouvoir reprendre la piste. Ich finde es halt echt einfach traurig tatsächlich. Also ich finde, Forza Motorsport ist echt das Spiel, was Kommunikation mit Abstand am meisten notwendig hat. Und wir kriegen am wenigsten. Von allen Forza-Titeln bisher. Und das ist irgendwie beängstigend. Nicht, dass die jetzt schon aufgeben damit. Ich meine, die Kommunikation war von Anfang an bei Forza Motorsport schon relativ
mau, sag ich mal. Hat ja auch damit dann schon angefangen, dass die, Roadmap nicht existent war, dass sie gar nicht gesagt hatten, okay, komm, da, da und da können wir mal Updates erwarten, wo das, das und das reinkommt, was gerade beim neuen Motorsport echt, wie gesagt, notwendig gewesen wäre. Also das kriegt, muss man ehrlicherweise sagen, irgendwie jedes Spiel besser hin. Acht zu null, ja natürlich. Sehe ich auch so. Ich will Albons Temporadar sehen, da sind da nur. Ja, 17,8. Ich hatte eine 18,5 im Practice gerade. Tout est prêt? Bien, allons-y. Chat, das wird ein Desaster. Wir können doch den ganzen Motor neu nehmen, dann wird nichts mit Top 10. Ich schmeiß mich zu den Haas nach hinten. Ja, das ist in der WM dann natürlich auch super. Wir haben... Was war es? Ich glaube 34 Punkte Vorsprung auf Verstappen. Ich glaube nicht, dass wir hier welche holen werden. Wenn er ein Podium holt. Ich sag, Verstappen wird den Punkteabstand auf jeden Fall mindestens halbieren. Alonso ist unsere größte Hoffnung tatsächlich. Dass Alonso den Win holt. Und natürlich auch für die Konstrukteurswertung wäre das sehr, sehr gut. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mein Bruder Bunny. Ja, mir geht's gut. Die hoffentlich auch. Wie das sieht vom Drehzahlbegrenzer. Oh Gott, und vom Sausage Curb. Das war nicht gut. Erster Sektor schon mal nicht gut. Viel zu spät gegengelenkt. Weit raus, Leute. What am I doing? Bin ich zu weit raus. War noch in den Track Limits. Haben wir alle gesehen, ich war noch mittendrin. Nee, keine Zeit gemacht, ich war im Kies. Ich werde jetzt hier eher am Ende dastehen als 14. oder so. Zehnter. Alter. Ja, 12. komm. 14. ist noch heiß. Mein Prediction ist noch heiß. Aber du Kacklappen, nur 13. Il nous reste moins 20 tours de carburant. Le réservoir est vide.
Moin, Erik. Ja, Leute, P12 nach dem ersten Run. Läuft. Läuft sehr gut. Wieso sind bei den Qualis eigentlich immer entweder Pole oder 13. Wieso habe ich nichts dazwischen? Und wieso kann es jetzt nicht Pole sein? Ey, wisst ihr, wie demotiviert das gerade ist? Nach dem, was ich da am Montag abgeliefert habe, was ja echt nicht schlecht war. Wie viel Zeit fehlt mir denn und wo fehlt mir die? Ja, wollen erstmal Alfa Romeo kaputt machen, haben sie verdient. Weil ich glaube, wir sind ja Monster bisher schon zweimal, glaube ich, gefahren in verschiedenen Karrieren hier in F1. 23, ich glaube, die Quali war immer scheiße und das Rennen lief dafür deutlich besser. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Halbe Sekunde. Erster Sektor ist sehr gut. Mittelsektor fehlt mir Zeit. Letzter Sektor fehlt mir Zeit. Gut, letzter Sektor wissen wir warum. Was ist das für ein Aufstand hier gerade von Gasly? Gasly, hol dir die Pole, komm. Mach es. Du bist nicht Gasly. Du auch nicht. Da, Pierre Gasly. Erster Sektor, temporär schnellster, 3,54. Das ist unfair. Der fährt schon mal 3 km schneller als ich kann. Aber mein Getriebe einfach nicht mitmacht. Kein guter erster Sektor, richtig schwach. Nix kann er. Mittelsektor, weiß ich gar nicht. Ah, so niedrige 26er, hohe 25er. Jo, der ist purple, oder? Ne, nicht ganz, aber nah dran. Gasly schiebt sie auf 3 vor, oder? Wenn jetzt einen guten letzten Sektor wischt, holt Gasly sich die 3 gerade mal. Mal ganz geschmeidig. Hat er nicht ganz geschafft, aber... Zeitgleich mit Piastri, ja klar. Sergeant. Schwach. Senior Amidon. Auch guten Mittelsektor wieder. Das wird ihn auf jeden Fall nach vorne schieben. Weil auch sein erster Sektor ganz gut ist auf jeden Fall. Ja, nicht ganz gut, der ist gut. Und zwar von 9 auf... Wow, auf 3. Veuillez quitter le garage, la monoplace va partir. Richtig. So, schaffen wir die Top 10.
Das ist eigentlich egal, solange ich nicht in den Top 5 starte, werde ich mir einen komplett frischen Motor holen. Das ergibt keinen Sinn anderweitig. Sollst du mir jetzt ein bisschen Gas geben auf meine Outlap, ne? Bin ein paar Sekunden spät rausgefahren irgendwie. Ja, können wir den Motor schon mal warm laufen lassen hier. Also hier finde ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit, wenn ich hier schön rumkomme. Ich kann Race Department empfehlen für Livery Mods in F1. Da habe ich die hier auch her. Die sind. Also da gibt es einige, die insane gut sind auf jeden Fall. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir relativ bald eine 2024er Livery Mod kriegen. Wenn wir eine Season 2 machen, werden wir wahrscheinlich mit der fahren, falls sie bis dahin existiert. Weil sie auch vom Kanon her irgendwie Sinn ergeben würde. Okay, Chat, wir brauchen eine halbe Sekunde an Zeit. Let's go. Ja, die sind gratis, die Livery Mods. Leider dritten Gang nicht ganz ausgedreht, sonst wäre der erste Sektor gut gewesen. Zeit gefunden und das ist das, wo am meisten liegt. Und dafür war Ascari diesmal cleaner, der Exit. Obwohl die Karte noch mal ein bisschen schöner. Okay, immerhin eine Viertelsekunde, aber das ist auch nicht ansatzweise genug. Elfter? Ja. Alter. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Alonso. Top 3. Sainz, Leclerc und Pierre Gasly. Alter. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei. Denn ich meine, wir haben hier eine riesen Lücke zwischen Ocon und Albon. Aber trotzdem, was ist... Alter, 17-4. Holy shit, ey. Naja, also wir haben wie gesagt Gridstrafen, deswegen, da wir eh von ganz hinten jetzt starten werden, können wir auch alles uns neu ranholen, weil dann rennen wir wie gesagt auf gar keinen Fall in irgendwelche Probleme rein. Wie sieht's denn hier aus? Ja, 32 Punkte auf Verstappen. Verstappen war aber auch nicht weit vorne, Verstappen war nur 8er. Vielleicht holen wir ein, zwei Pünktchen. Vielleicht, keine Ahnung, mit dem frischen Motor könnte es gehen. Let's try, Chat. Let's try. Dann machen wir auch als Prediction, würde ich sagen, relativ simpel einfach. Top 10, ja oder nein? Weil ich dachte, das wird echt schwer. Weil ich muss ja auch gucken, bis ich überhaupt durch bin durchs Feld. Ob das funktioniert.
Bis auf Platz 12 sollte ich recht easy vorfahren, aber danach ist alles eigentlich relativ ähnlich schnell zu uns. Gehen wir. Und was hältst du von Max Verstappen? Gar nichts. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans le top 10. Hat er recht, der Mann. Sind wir uns sicher mit einer Einstopp? Ich bin mir nicht sicher, ehrlicherweise. Ich bin mir absolut nicht sicher mit einer Einstopp. Ja, Chat, rein in die Kanalwette. Gibt nordgriechische Kühlschränke zu gewinnen. Also ja, die Zweistopp ist langsam auf dem Blatt Papier. Aber wir starten hinten, wir müssen halt irgendwas probieren eigentlich. Eine Theorie. Und deswegen würde ich sagen, rein in die Zwei-Stop-Chat. Let's go. Der Weg bis Turn 1 ist lang, also vielleicht verlasse ich Turn 1 auf Platz 3, wenn ich guten Start erwische. Unwahrscheinlich, aber möglich. Interessante Quote in der Kanalwette gerade. Ich glaube, relativ 50-50 war, ja, 60-40, sagen wir mal. Ja, finde ich cool. Wir haben in F1 selten Kanalwetten, die so gesplittet sind. Sehr schön. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant. Aucun risque de pluie à signaler. Und ohne. Heute darfst du first. Ne, first auf gar keinen Fall. Heute ist last two damage limitation. Hoffentlich top 10. Mit fastest lap. Ist, finde ich, auch ein kurzer, prägnanter Challenge-Name. Kann man machen, finde ich. Kann man machen. Nee, ich bin gespannt. Die Hoffnung bei der Zweistopp ist einfach, dass die anderen sehr hart fighten werden. Das hier ein Last Dive Bomb. Ich zünde nie Dive Bombs, ja? Also wo hast du das denn gehört? Sowas würde mir niemals einfallen. Und moin, Olli. Ja, mal gucken, wo es in Turn 1 hingeht. Ich hoffe, dass ich die AlphaTauri vielleicht am Start einfach zock. Und Joe vielleicht in Turn 1? Keine Ahnung. Vorne Massencrash zwischen beiden Ferraris. Gasly gewinnt. Albon zweiter, fände ich charmant. Ui, das war spät. Moin, Snoopy. Okay, nehmen wir.
Ne, Divebombs mache ich nie. Leute, wird mir nie einfallen. Unter keinen Umständen. Ich glaube, man hat gesehen, dass die nicht geplant war. Ich glaube, man hat gesehen, dass ich gesehen habe, scheiße. Der bremst richtig früh. Und dann saß ich hier und dachte mir, okay, mal gucken, wo die Reise hingeht. Oh, ein Eisbär. So sehe ich aus, wenn Rob hier mal wieder eine Meile zu früh bremst. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Ja, es war interessant. So. Magnussen, verpiss dich! Moin Marco! So, was ist hier los? Ah, da fährt McLaren's. Wie ist ein Mercedes jetzt auf der 1? Was ist da passiert? Okay. Einmal weggucken. Ich weiß auch nicht, was die machen. Bremst du aber 7 Jahre zu früh. Bremst in Imola, gefühlt. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Na gut. Kann ich Sprit sparen? Ich habe ja nur 3,5 Runden im Plus. Rewind durch Parabolika. Ich habe Flashbacks irgendwie. Ach ne, das ist einfach nur 2x too wide. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir wollen ja hier keine Fake News. Ich evaluiere die Situation, indem ich sie nicht evaluiere. Sind wir uns sicher? Ich frag für einen Freund. Ey Leute, ganz ehrlich, wenn ich mich aus einem Move komplett rausziehe in der Singleplayer-Karriere und nicht ansatzweise sage, Leute, ich mach mit, mal gucken, was passiert. Dann wisst ihr aber auch, was Phase ist. Ich will weit weg von hier. Ja, wir haben alle gefahren, die Flasche leer. Jungs? Ach nee. Ja, es war jetzt der Perez-Move. Egal, ich bin jetzt hier erstmal raus, ich will nichts mehr mit zu tun haben. Und ich meinte, 9 Flügel gleich, das ist mir mehr wert. Mal Flügelschaden rechts auf Monster jetzt auch nicht so dramatisch wild ist. Deck
d'écart avec le pilote de devant est de 3,5 secondes. So, knallharter Titelfight hier, by the way, Leute. Um Platz 10. Wieso ist da Mercedes schon so weit vorne? Ich habe keine Ahnung und ich möchte es auch nicht rausfinden. Oh wow, sind wir auf der Geraden mächtig, wenn Verstappen nur so gerade eben vorbeikommt. Und mir ein bisschen die Tür zuschmeißt. Ja, gut. Mit Verstappen Side by Side, Turn 1 in Monza hätte ich jetzt wissen müssen. Dass da irgendwas nicht ganz so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Er hat immer nicht auf mir geparkt, das ist doch fein. Er macht Fortschritte. Tu as perdu une place. Tu es descendu d'une place. Solide abgefangen. Das glaubst du ja wohl sehr, wenn ich also auf den Trick reinfall. Warum redet ihr eigentlich Französisch, wenn wir in Italien sind? Frag das Chat. So, wir nehmen Albon mit. Wart ihr nicht gerade noch 3 Sekunden weg von mir? Hä? Bitte anpasst auf Landsprache des GPs. Alles klar, wir machen gleich Spanisch. Selbstverständlich. Ja, das ist irgendwie Russell auf P1, wir hinterfragen es einfach nicht. Okay, da wir jetzt aber sehr früh im Rennen sind, stellen wir es einfach jetzt direkt mal um. Zumal ich dann auch ein bisschen durchatmen kann an der Stelle. Good result last race, but let's try and go one better this weekend. Machen wir. Andere Richtung. Siamo scesi al 18. posto. So, Signor Binotto, leite mich. Albon, mach dich nicht unglücklich. Ja, GZ an Russell, by the way. Ich habe ein bisschen das Gefühl, den holt keiner mehr ein. Wie hast du den schnellsten Sektor, weil ich gerade DRS Windschatten hatte? Mit ERS und Red Bull. Im Blut. Nicht auf dem Auto. Wollen wir kurz an der Stelle auch drüber reden, dass aus der Gruppe hier gerade sich Ocon absetzt? Was ist mit diesem Alpine?
Alpine hat im Spiel die längste Getriebe und neben Red Bull, also nee, ich Topspeed. Sag das mal den Red Bulls, dann haben die irgendwie nicht mitbekommen, glaube ich. Ich will nicht mehr, Leute. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Tschüss, Oscar. Bandiera verde, bandiera verde. Siamo di nuovo in gara. Meine Red Flag Bikes lassen sich doch auch im Hintern, nicht nur da. Ja, ich gehe davon aus, Russell ist halt einmal aus dem DRS rausgekommen und seitdem fightet echt diese 7er Gruppe dahinter ihm. Oder was weiß ich wie viele. Ja, der Uso passt, hat er gesagt. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,0 secondi. Okay, dann machen wir nochmal. Das mit der Wange auch noch nicht abgehoben. Das kann ich nur aus der anderen Schikane bisher. Albon, nein. Och nee. Der hat doch eh wieder 523 km Topspeed aus irgendwelchen Gründen. Hamilton, bleib hier. Ja, Autoabfahren kriege ich mittlerweile einigermaßen gut hin. Durch das Caribex sind Flügelschaden halt extrem. Ja, die beiden da vorne wieder voll am Start. Na gut, am Ende des Tages genau darauf hoffe ich ja bei der 2-Stopp, dass viel gefightet wird. Das ist ja genau das, was ich will. Ist Alonso da in diesem Viererknäuel da vorne immer noch drin? Ich sehe ihn nicht.
Ich sehe einen Alpine, ich sehe zwei Ferrari. Ist weiter. Na, doch, 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 ist noch da. Hinter mir fighten auch schon mal sehr gut. Oh Gott. Shit, hat nicht gereicht, ne? Ja, gut. Also unsere zwei, ja, das, der kann nächste Runde Fünfter sein. Hier, kann, hier passiert alles. Am Ende haben wir Bottas auf dem Podium und keiner wundert sich. Podium einfach, Russell auf 1, Bottas auf 2, Albon auf 3 und wir denken uns einfach nur, ja, das ergibt Sinn, doch. L'occasione giusta per occupare la posizione. Forza, ce la puoi fare. Forza! Ah, sei passati Parabolica, was sagt er? Ne. Gutes Spiel. Ja, kommt davon, über welches wir reden. Wollen wir Sam. Die Fette und Gas hier schon bewiesen haben, Monster ist alles möglich. Ja, okay, das ist wohl true. Ja, nicht nur die beiden, Ricciardo ja auch noch. Okay, Verstappen hat sich von der Gruppe da hinten gelöst. Weiß nicht, ob mir das gefällt oder nicht, eigentlich eher nicht. Weißt du, wir haben hier halt immer noch Ocon, der gerade auf P7 fährt, auf P6 fährt. Der sich wahrscheinlich selber auffragt, warum. Ja, Olli sollte man demnächst mal machen. Das Ding ist, dass die Subcurs so unrealistisch sind, dass den Kummer gar nicht anpassen brauche eigentlich. Ja, jetzt Parabolica. So ein Ding ist das. Ach nee, no, das geht einfach vorbei. Okay, das. Ich weiß nicht, ob das smart war, Lando. Mittag hat mich sicher. Okay. Welche Anzahl an Dreamers hast du dir vorhin immer gesetzt? Ich glaube, im Endeffekt kann man sagen, so dass wir Content haben. Jetzt keine fixe Anzahl, aber. Weil einfach ein schönes Rennen am Ende hat. Wenn es so weitergeht, bin ich nach meinem Stop immer einfach Verstappen. Wäre ganz gut. Ich meine, hey, das ist der Titelkampf hier. Normalerweise um Platz 1, jetzt um Platz 9, aber. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, die
Linie ist halt auch göttlich von euch. So, Lando, jetzt werden wir gleich ein Brummi-Duell haben. Hamilton rechts rüber, danke. Die Ferrari ist mittlerweile auf 5 und 6 und die Tifosi drehen durch. Wir haben aktuell ein Alpin-Doppelpodium. Wir haben aktuell einen Alpin auf Platz 2 und einen Alpin auf Platz 3. Ha! Wie ist Ocon da jetzt durchgekommen? Der hing doch gerade noch zwischendrin. Dürfen die das? Wahrscheinlich, ne? Ist der mit der Dreier Streak. Dann fürs dabei sein. Kannst gerne den Vierer draus machen. Mach mal den Mercedes da vorne weg. Das wäre eine schöne Killstreak, finde ich. Bandiera gialla. Il distacco dalla vettura davanti è 1,6 secondi. Ha! Lappen. Alcune informazioni su Ocon. Il problema è così grave da costringerlo a ritiro. Ist aber auch bitterweise gerade vorgefightet. Und jetzt einfach raus. Naja, kein Podium für Ocon. Schade. Die Welt ist unfair. Hab's bekommen, oder? Och nee. Ah, doch. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Ja, Sainz und Leclerc im Fight auf Monza, das kennen wir. Einfach schnell, dass von hinten ankommt, in dem Fall kein Red Bull, weil die sind irgendwie... Wo ist das? Das ist auch weiter weg mittlerweile, ne? Aber jetzt fighten Gasly und Alonso um den zweiten, das ist doch auch schön. Okay, via libera. Ich fahre die ganze Zeit, by the way, seit Runde 3 noch mit dem Flügelschaden. Wollte es nur gesagt haben. Ich bin irgendwie die ganze Zeit gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ferrari, what are you doing? Ferrari ruiniert Vettels Rennen, auch wenn er nicht mehr für Ferrari fährt. Man kennt's. Ich will auch mit. Oh oh. Ah, nice. Nehmen wir. Tschüss, Verstappen.
Safety car, safety car. Vietato sorpassare, rallenta. Mentre das il gruppo okay. si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Abbiamo bisogno di una nuova strategia di gara. Trovi diverse opzioni possibili sul DMF. Dai un'occhiata. Ricevuto. Das ist aber absolut okay. Wenig so reingegangen. Nimmt jetzt der Abstand zu Alonso ist ein bisschen niedrig. Aber der Abstand auf Albon ist sehr groß. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich so P6 um die Box verlassen. Ja, Russell, scheiße gelaufen, ne? 38 Sekunden Vorsprung für den Arsch. Fernando è appena rientrato ai box. Da, ein bisschen langsamer noch gemacht. Wenn der Double Stack trotzdem nicht funktionieren wird. Mach weg, hopp. Zeit lassen, ja, Zeit lassen. Sauber Ruhe bei lassen hier. Okay. B8. Nein, weil Magnussen hart hat und noch weiter fährt. Ultimative Soße. Wird wild. Wird sehr wild. Problem ist, ich hatte eigentlich darauf gesetzt, dass ich jetzt in meinem zweiten Stint relativ frei fahren kann. Ich sag mal, eigentlich haben wir jetzt eine Sache gelernt. Ich muss eigentlich nur warten, bis die KI irgendwas macht, wo ich meinen Kopf pack. Und da muss ich damit durch. Das ist alles. Verstappen fährt noch, ne? Aber ich werde trotzdem Punkte auf Verstappen jetzt in der WM gut machen. Das ist insane. Und Alonso kann Russell angreifen. Also ich würde irgendwie so Runde 40 rum noch ein Safety Car nehmen, ja nicht Runde 40, Runde 39, ne? 38, ja, da würde ich nochmal ein Safety Car nehmen. Aber hey Chat, unser erstes Safety Car seit, keine Ahnung, ob wir überhaupt schon mal eins hatten. So, Magnussen auf der 8. Keiner weiß warum. Ich sag hier, kann alles passieren. Wir sind ein Monster. Aber ich sag, wir haben strategisch eigentlich jetzt sehr gute Karten tatsächlich. Dadurch, dass ich meinen Flügel halt auch for free wechseln konnte, das war sehr gut. Also nicht ganz for free, ich habe am Ende trotzdem jetzt, keine Ahnung, 2 Positionen verloren dadurch oder 3. Aber ja. An sich ist das Safety Car trotzdem für mich, glaube ich, sehr gut. Ich muss halt schneller an Magnussen durch. Was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Ja, tschüss Alex, ne? Speicher mal. Einfach auf Basis von Sorge. Ja, es ist auch wieder ein insanes Rennen. Kann man nicht anders sagen. Kann man absolut nicht anders sagen. Eigentlich müsste ich echt aus der ganzen Season ein Highlight-Video schneiden, am Ende. Oder aus den einzelnen Rennen zumindest. Muss halt, wie gesagt, Magnus da eigentlich super früh holen. Ich bin zu weit hinten, um jetzt schon was zu machen. Il
distacco dal pilota davanti. Das unten hat einen Ferrari Motor. Er kann schneller. Yo! Wer war das denn? Weißt du mal mit Magnus, das kennst du aus Miami. Hast du dir jetzt verdient nach dem Move? Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Leclerc, mach dich nicht unglücklich. Alles, was du mit solchen Aktionen erreichst, ist, dass du bei mir aus dem DRS rausfällst. Chat, so perfekt war das Safety ja gar nicht, weil jetzt auch das Feld hinten logischerweise näher dran ist. Es kann sein, dass ich viel mehr Positionen jetzt mir erfighten muss, wenn ich meine Softs hole. So gut war das Safety gerade mir nicht und doch nicht. Russell ist wieder weg. Der hat sich aber gesagt, ne, macht man nicht. Schrott, den ich hier mache, verstehe ich es auch. Muss da durch eigentlich. Norris wollte ich nicht haben, aber hey, nehmen wir. Oh oh. Diese. Seid halt wieder einfach instant 5 Sekunden weg oder was? Holy shit. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Konzentriertes DRS, Chat. Ja, vielleicht kann Alonso jetzt auf der 2 wegfahren, das wäre gut für die K-Wertung. Weil ich weiß doch überhaupt nicht, wo ich am Ende landen werde, bin ich ehrlich. Ich hab da... Es kann in alle Richtungen gehen. Ist halt trotzdem ein Punkt, dass ich hier relativ gut durchkomme. Ach, Scheiße. Der Flickflack, der klassische auf Monster. Ach ja, das ist auch bei so einem Move, den man machen kann. Einfach mal quer durch Ascari durch. Überholmanöver kennt man. Weltbekannt. Auf Soft. Russell auch auf Soft. Kommt beide auch nochmal rein, okay. Norris jetzt hinter mir, natürlich. Wenn nicht er, wer dann? Wenn nicht er, sagt mir wo und wann. Der erst werde ich nicht kriegen. Ja, immerhin der Meldner war aus dem DRS raus. Russell ist 7 Sekunden weg.
Wir fahren jetzt einfach eine Lücke. Ich weiß noch nicht auf wen, ich weiß noch nicht wie groß, aber wir fahren jetzt einfach eine Lücke. Aber genau, das ist jetzt erstmal wieder easy vorbeifahren. Okay, meine Runde war jetzt nur 2 Zehntel langsamer als die von Alonso und Russell. Ich hatte auch der erste auf der Runde, muss man fairerweise sagen. Aber ja, Chat, es ist wieder mal ein wildes Rennen. Diese Karriere, es gab noch kein langweiliges Rennen in der Karriere bisher, ne? Das ist absolut insane. Wir haben hier wirklich aktuell Banger nach Banger nach Banger. Mit Ausnahme von Miami, aber was da passiert ist, wissen wir alle. Il pilota davanti sta iniziando a staccarti. Ja, ja, Zamba staccati. Ich hoffe, dass ich in die Lücke zwischen beiden Ferraris nach dem Stop komme. Das wäre insane gut. Aber das hängt davon ab, wie viel da hinten gefightet wird. Joel reicht das noch nicht ansatzweise. Jetzt Vermarktlosen drin. Geniale Strategie von Haas. Das war ein Geniestreich, Leute. Haben sie uns alle verarscht. Ja, hey, Markus hat das freie Fahrt. Bis zum Ende, das ist richtig. Occhio al distacco dall'auto di fronte. 4,1 secondi. Das Ding ist, ich mach's mit Norris deutlich smarter als die hinter mir untereinander. Weil ich mit Norris halt echt einfach gegenseitig mit der S pushe, während die hinten halt hardcore fighten. Da sagt er und Norris ging auf Verteidigungslinie. Gut, ist es auch einfach. Ja, deswegen, die Chance ist da, dass ich einen Vorsprung rausfahre, der gut ist. Und White Shadow. Was wir halt auf jeden Fall machen, ist, wir safen Alonso den zweiten. Ja, wobei, nicht unbedingt. Der fährt ja auch nochmal rein. Alonso ist noch nicht, Alonso ist noch nicht safe, zweiter. Im Endeffekt. Norris, du hast den Move schon mal mit probiert. Glaubst du echt, der funktioniert? Nee. Hamilton verliert aktuell echt richtig Zeit durch den Fight mit Gasly. Ist auch wieder eine Sekunde gewesen. Hm.
Wie gesagt, wir pushen uns mit Norris sehr schön weg einfach nur. Bin gespannt, wo die Reise am Ende hingeht. Vielleicht wird es sogar Top 5. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass... Ja, wobei, ja, wäre jetzt auch egal gewesen, wenn Norris hier vor Parabolika vorbeigegangen wäre. Egal. Vielleicht fighten wir Norris auch gerade zum Win, aber es kann mir dann auch egal sein. Norris ist nicht mein Konkurrent. Okay, Konzentration. In der Fahrerwertung. Hier habe ich gerade beide hinter mir. Verstappen sogar weit hinter mir wahrscheinlich. Gasly kommt jetzt ein bisschen weg vor Sainz. Norris, geh nicht auf Verteidigungslinie. Was soll denn da passieren? La batteria è carica, usa il sorpasso. Ja, aber Sainz wird jetzt wieder gut an Gasly rankommen. Ja, die werden weiterfighten. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich muss mir überlegen, ob ich jetzt mit DRS push, mit RS push, in der Hoffnung, wir kriegen ihn raus. Oder nicht? Ich glaube halt nicht, ich glaube sogar echt, dass es... Aber wir versuchen es mal, weil ich glaube, ich komme von Norris halt auch weg, on pace eigentlich. Deswegen ballern wir jetzt mal gut Batterie raus. Okay, questo è il distacco dall'auto di fronte, 4,8 secondi. In der Hoffnung, wir kommen weg vielleicht. Was wir aber knapp nicht machen. Aber vielleicht, wenn ich jetzt noch mehr rausballer vor Parabolika. Pascal bin ich auf jeden Fall schneller. Jawohl, okay. Jetzt bin ich gespannt. Wenn ich mich jetzt in eine Rennpace eingroove, ob wir das halten oder nicht. Ich würde eigentlich sagen, ja, gerade auf dem Medium, aber mal gucken. Erstmal die Fast Step holen, sehr schön. Wir waren bei 1,5 auf jeden Fall. Auf Startziel. Die Frage, ich war so hart am Fighten jetzt das ganze Rennen, ich weiß gar nicht mehr, was mein RS-Groove ist. Wann ich wo wie viel einsetze. Ich glaube, ich kann relativ viel ballern sogar. Quersteher in Ascari immer noch problematisch. Aber abgefangen. Wir sind bei 1,8. Okay, also ich komme von Norris weg. Trotz des Fehlers jetzt. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. 8,2 auf Gasly. Ich muss hoffen, dass das echt noch mehr wird.
Aktuell sind wir nach dem Stop schon mal 15. Sofort im Alpha Tauri da, ja, was. Muss echt noch sehr viel mehr werden. Ich meine, ich habe jetzt freie Fahrt im Gegensatz zu allen hinter mir, außer Norris. Dann noch. Ja, ich kann den Stop ja auch ein bisschen rauszuhören, ne? Das geht ja. So ein paar Runden. Durch das Safety Car kann man das machen auf Runde 40 oder so. Wir brauchen hinten eigentlich nur ein paar Privatsituationen, mehr nicht. Oh, tschüss Hamilton. So viel dazu. Ja, neben dem Safety Car würde ich gerne noch ein paar Runden warten. Das wäre ganz fein. Jetzt ist halt nur noch ein Zweikampf da hinten zwischen Gasly und Sainz. Doof. Mach doch mal nicht, Andi, sei mal nicht dumm. An sich ist es aber gut für mich, dass Hamilton zurückgefallen ist, weil dann fightet er mit der Gruppe da hinten jetzt noch ein bisschen krasser, dass da der Abstand größer wird. Der Abstand gerade auf Leclerc dürfte irgendwas um die 13 Sekunden wahrscheinlich sein. Ich muss halt schon sehr viel fighten, wenn wir den Soft später haben. Ich gehe davon aus, ich werde einige Manöver machen müssen. Was nicht unbedingt ideal ist. Sowohl Alonso als auch ich holen gerade bei der Way auf Russell auf, ne? Warst du eine 3-Stopp? Ne, 2-Stopp. Ich war nur einmal drin bisher. Meinte ich, okay. Der Mittelsektor ist Russell immer noch deutlich krasser als ich. Wait, fahren die jetzt in die Box? Haben die beide gerade Energie rausgehauen und fahren jetzt in die Box? Ich kenne die KI doch einfach. Okay, es wird jetzt spannend, wo die rauskommen. Holt sich Medium, ist okay. Sehr spannend, wo die rauskommen. Russell vor der Gruppe da hinten, Fernando dahinter. Oh, das ist bitter. Okay, aber das heißt, ich brauche noch 5 Sekunden ungefähr auf die Gruppe da hinten. Erst Martin Masterplan, Alonso ist halt genau hinten dran. Tatsächlich, ne? Also ich habe jetzt noch, ja, sagen wir 5 Runden, ich denke, Runde 40 rein ist ein Play. Ich habe noch 5 Runden Zeit, um 5 Sekunden auf die Gruppe da hinten zu holen. Boah, okay.
Chat, wir führen den Grand Prix gerade an. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Wir waren 20. Nachdem wir 11. in der Quali gerade mal waren. Naja, Last of Earth ist trotzdem nicht, weil Russell zu weit vorne sein wird und ich das auch auf den Softs nicht aufholen werde, aber wir haben zumindest ein paar Führungsrunden. Und die letzten Führungsrunden von Vettel auf Monster sind ein paar Tage her. Und ging meistens auch nicht so glorreich aus, wie wir uns das alle erhofft haben. Ich sehe halt auch noch nicht mal ein Podium als realistisch. Ich sage, wir werden Vierter. Russell wird gewinnen, dann Norris, dann Alonso, dann ich. Russell könnte jetzt aber beide da hinten direkt weiter machen. Kostet Bein aber auch ein bisschen Zeit. Das ist schön, das hilft mir natürlich dann für nach dem Stop. Alonso mittlerweile dann fast allen hinten vorbei, mit Ausnahme von Leclerc, den er sich jetzt dann holen wird. Leclerc auf freie Fahrt mittlerweile. Weißt du, aber die Gruppe da hinten hat sich nochmal sehr viel Zeit gekostet, ne? Status Teamkollege. 21, jo. 21,0 secondi, monta gomme medie e nuove, è in settima posizione, l'ultimo giro è stato un minuto. Das heißt, wir haben ungefähr wahrscheinlich 23 Sekunden auf die hinten. Wir machen nur den 39 rein, das sollte dann reichen, dass ich perfekt vor denen rauskomme, vor der Gruppe. Sofern die jetzt noch ein bisschen falten, was ich jetzt einfach mal hoffe. In questo giro, in questo giro, forza! Ja, das Spiel sagt mir zwar jetzt schon, dass es reicht, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Fernando auch vorbei an Legrock. Die Tifosi werden so am Weinen sein, Leute. Was war es? Leclerc auf 1, 1 auf 2. War es nicht ein Ferrari Front Row Lockout? Und am Ende werden sie wahrscheinlich nicht mal die Top 5 erreichen. Aber wir haben wir gelernt. Weinende Tifosi sorgen für Spannung in der Formel 1 oder so. Ich glaube, so ging das Zitat. So, genau, jetzt gehen wir rein. Sollten eigentlich auf eine gute Position rauskommen. Und dann haben wir auch endlich mal einen Soft, Leute. Ich glaube, fast alle bisher kamen in Soft gefahren, außer wir. Und dann ist der Plan, wie gesagt, P4 mit Fastest Lap. Aber vielleicht gehen wir sogar selber auch noch. Das vielleicht wird es ein Podium. Kann sein.
So. Let's go. Idealerweise vor Verstappen. Nach dem Stop. Wird wahrscheinlich so sein. Ich denke vor Verstappen hinter Leclerc. Fast Lap habe ich ja aktuell auch noch. Ah ne, hat Russell Pardo. Da müssen wir schauen, dass wir die wiederholen. Complimenti a te e alla crew. Siamo soddisfatti. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci mettiamo una penalità per guida pericolosa. Aber absolut perfekt. Chat. Wie viel Uhr ist es gerade? Kann man eine Zeit durchgeben? Richtig. Hammer Time. Kriegen wir Norris da vorne noch weggekratzt? Oder reichen dafür die Runden nicht? All das und viel mehr in der Tagesschau. So, wir ballern jetzt erstmal auf die Pass-Step. Lassen wir uns die erstmal relativ safe holen. Jo, fliegt der schon mal fast eine Sekunde in die erste Schikane. Ja, weißt du, Leclerc, du und ich, wir waren beim Titelkampf, ne? Aber dann sind halt so ein paar Dinge passiert. Du warst bei Ferrari. Ich war bei Aston Martin. Das ist alles nicht so gut für dich gelaufen. Ich glaube, nächste Runde wird die Fast Step dann, wenn wir DRS auf die Clear haben. Abbiamo un distacco dall'auto che ci segue di 5,4 secondi. Nevermind. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Nehmen wir. Was wir auch noch nehmen, ist einmal zwischenspeichern. Weil ich dem Spiel immer noch nicht vertraue. Wir hatten zwar lange kein Game Crash mehr, aber. Das heißt nix. Wie wir wissen, heißt das absolut gar nichts. Let's go, nochmal DRS her. Okay, damit können wir die schnellste Runde jetzt komplett einzementieren. Vielleicht auch nicht, wenn die jetzt krass anfangen zu fighten durch Ascari und ich bremsen muss, was genauso passiert. Jetzt gesagt hat, ist DRS ist kaputt. Ne, ich hab geschrien. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Warte, dann sind wir schon mal auf P4.
Frage, Norris ja oder nein? Wir haben noch 11 Runden mit der hier und 13 Sekunden. Das ist absolut nicht wenig, Chat. Aber eigentlich... Naja, die Frage ist, wie die Softs abbauen, ne? Die Pace, die ich jetzt gerade habe, werde ich ja nicht bis zum Ende fahren. Ich fahre den Soft jetzt halt sehr am Ende, deswegen ist das eigentlich schon mal gut. Distacco dall'auto davanti, 6,5 secondi. Ja, genau, einfach Spiel beenden. So nämlich. Gar kein Bock hier, das Rennen zu Ende zu fahren. Ja, noch eine Fastest Lap. Allein durchs DRS wahrscheinlich. Yo. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Okay, den Bonuspunkt haben wir. Den Bonuspunkt haben wir, Chat. Let's go. Und wir haben richtig auf Norris gezockt. Danke für den Lock, Norbert. Was sagt der Chat? Nochmal in die Box? Nochmal Soft holen? Oh, warum nicht noch? Ja, nochmal Flügelwechsel. Moment, erstmal anhauen. Was los, Snoopy? Ihr habt nichts gemacht. Ich hab nur so getan. Wenn man nur so tut, als würde man was machen, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Hat schon Sokrates gesagt. Wisst ihr, was charmant wäre? Ein Safety Car. Dann können wir einen Win holen. Ich glaube, Safety Car kriegen wir nicht. Nee, ich bin schon happy, wenn wir Norris auch... Ganz ehrlich, ich bin mit B4 schon happy. Nach der Quali. Okay, il distacco è 5,2 secondi. Wie gesagt, ich habe ja die Kanalwette sogar nur auf Top 10 angesetzt gehabt, weil ich mir absolut nicht sicher war. Hey, Leclerc auf P5. Die Tifosi haben doch was zu feiern. Stand jetzt sind so nur zwei Startreihen nach hinten gerutscht. Meinst du, wir ehrlich mit den Tifosi, ob die feiern oder weniger Tränen vergießen müssen mittlerweile? Das macht doch bei Ferrari seit 2008 keinen Unterschied. Quali waren wir 11. und haben dann komplett neuen Motor rangeholt.
dann von P20 gestartet. Weil ich hatte eh zwei neue Teile mir rangeholt und ab dann hatte ich halt, hätte ich eh eine 10-Platz-Grid-Strafe gehabt. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Alonso Norris nicht mitzieht, weil dann habe ich ein Problem. Es dürfte zwar eigentlich nicht passieren, aber... I don't know, ich habe ein bisschen Sorge. Was passiert, dass du älter warst? Die anderen waren einfach schneller. Also ich hatte keine krassen Fehler in der Runde, aber ich glaube echt, das war in Monza schon immer so in F1-23, dass die Qualis eine absolute Katastrophe waren und ich in den Rennen dafür aber richtig abgegangen bin. Okay, genau, das zumindest ohne DRS. Das ist doch schön. Eine gute Chance für uns. Ja, das Montagstraining hätte sich ja, wenn überhaupt in der Quali bezahlt, machen müssen. Der Time Trial. Gasly, by the way, ist immer noch am Start. Das sind halt die Top 3. Na, Gasly, Sainz, Leclerc, Top 3 gestartet, jetzt auf 5, 6 und 7. Russell am Start durchgekommen und weg. Norris irgendwie durchgekommen, keine Ahnung wie. Und dann noch die beiden Astons. Das ist so traurig. Also nicht für uns, ich bin happy, aber... Für Ferrari. Ist das traurig. Wir haben keine Chance, Alonso zu holen, oder? Ich denke nicht. Gerade weil am Ende wahrscheinlich dann doch der Medium auch nochmal ein bisschen schneller sein wird als der Soft. Die letzten paar Runden. Gut, nächste Runde der Move dann auf Lando Norris. Oder diese vielleicht sogar schon, mal gucken. Ja, vielleicht sogar diese, naja, nächste. Wir werden ein bisschen Energie saven, bis der erst, was wir gleich kriegen werden und dann auf Stadt Ziel vorbeifliegen. So ein schicker Dreher von Russell wäre auch nicht schlecht, ne? Den würde ich jetzt noch nehmen. Boah, bisschen weit. Aber egal, macht am Ende nichts. Ich wäre sowieso, wie gesagt, jetzt nur so nah rangekommen, dass ich jetzt DRS auf Norris habe. Also es macht literally keinen Unterschied, dass ich die Kurve vergeigt habe. That is P30. Ok, bel sorpasso. Oh, falscher Gang. Aber ja, ich bräuchte eine Sekunde pro Runde auf Alonso. Das wird nix. Ach, dankeschön. Okay, jetzt wird es erst recht nichts. Selbst wenn ich rankommen sollte.
Ey, ganz ehrlich, immerhin jetzt und nicht eine Runde vorher. Gott. Die Sofa-Bezeit ist recht nix. Ja, das DRS geht in der F1 häufig kaputt, das ist schon durchaus richtig. In der Realität ist das ja selten der Fall. Ja, Hinterreifen bei denen jetzt schon ein bisschen Grip. Ja, wie gesagt, ich denke auch ab jetzt sind die Mediums gar nicht mehr so viel schlimmer. Gerade weil der Soft jetzt auch gut Grip abbaut. Aber hey, hast du das überhaupt? Nur eins, das weil sie so nah rankommen, nochmal. Vielleicht am Ende sogar noch unter 2 Sekunden, wenn ich push. Ich glaube, ich kann mit dem Verlauf bisher sehr happy sein von dem Rennen. Sekunden auf Leclerc. Alter, der. Ach ne, auf Sainz. Entschuldigung, ist gar nicht Leclerc. Leclerc faltet immer noch mit Casti. Alter. Ja, Gasly war jetzt so einigen echten Dorn im Auge. Muss man einfach sagen. Aber ja. Final lap of the race. P20 sind wir gestartet. Ich bin mir so relativ sicher, das Safety hat mir gar nicht so gut geholfen am Ende des Tages. Wobei ich bin deutlich näher an Alonso dran, deswegen. Aber ich glaube, positionstechnisch wäre es gleich herausgelaufen am Ende. Ja, Russell komplett vorne weg, von Anfang bis Ende. Richtig, richtig strong von ihm, auf jeden Fall. Den Win hat er sich verdient. Erster Win der Saison, glaube ich, für Russell. Fernando Alonso auf der 2. Von 6 oder so, nee, gar nicht, war von 10 auch. Also auch von super weit hinten, der ist ja nur... Nee, nicht ganz 10. Doch, 10 dürfte es, glaube ich, sogar gewesen sein. Ich glaube, ich war ja in der Quali 11. Ja, 10. Ich glaube, so war es. Und wir gehen von 20 auf die 3 mit Fast Lap. Sì, siamo sul podio. Ottimo lavoro. Il team si è impegnato tanto per tutto il weekend e questa è la miglior ricompensa possibile. So. Machen wir's. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen.
Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat? Ich denke, dass das Resultat größtenteils Doppelpodium für Est, hätte ich nicht gedacht, hätte Est wahrscheinlich auch nicht gedacht. Wie gesagt, 10. und 11. in der Quali. Und jetzt am Ende einfach das Doppelpodium. Ey, das ist insane für die Fahrerwertung. Bei Verstappen ist, glaube ich, nur 8. oder so. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ja, GZ. Mercedes. Zwei Ex-Ferrari-Fahrer auf dem Podium, by the way, ne? In Monza, auch geil. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Der Goldjunge vergrößert den Vorsprung in der Meisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag? Hier sind sie 1, 2, 3, dann auf 5, 6, 7. Mehrere Kandidaten, aber ich denke, dass George Russell auf jeden Fall herausstach. Ein wirklich solides Rennen von ihm heute, das sicher. Ja, Russell Driver of the Day, glaube ich auch. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Aston Martin hat die Führung. Glaube ich aber auch. Also, Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches. Ja, aber er kann schon sein, der ist so krass vorne weggefahren. Das kann schon guter Driver of the Day sein. 200 Punkte damit. 44 Punkte auf Verstappen Vorsprung mit 5 Rennen to go. Wir sind in der ersten Season. 56 auf Red Bull in der Konstrukteurswertung. Das war richtig gut, das Rennen. Aber hier ist das noch lange nicht durch. Auch Mercedes, ne? 78 hinten dran. Das ist in der K-Wertung nicht viel. Das ist in der K-Wertung echt nicht viel. Aber ja, super krasses Rennen. Das war gerade KI 108. Wir sind immer so zwischen 106 und 110 unterwegs. Mit Tendenz eher so zwischen 108 und 110. 106 sind nur wenige Strecken tatsächlich. Nice. Schönes Upgrade. Nehmen wir. Aber wie gesagt, wir entwickeln ab jetzt ja nichts mehr. Ab jetzt saven wir die Punkte. Um zu upgraden, zu homologieren für nächstes Jahr. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Rivale. Bauen Sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, komm, wenn wir schon Titelrivalen sind. Gute Entscheidung. Dann machen wir das jetzt. Aber ist nicht smart, ich hätte Sainz nehmen sollen eigentlich, aber egal. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut Chat. Sein. Chat. Das wird schön. Das erste Mal, dass wir Singapur fahren in der neuen Variante. By the way. Ich glaube, das war vorher noch gar nicht. Moin, Beck-Jan. Regen. Singapur mit Regen. Und Halleluja, haben wir nochmal einen Sprung gemacht am Ende der Saison. Ja, wir wissen immer noch nicht, welche Abteilung betroffen ist, ne? Ne, wissen wir immer noch nicht, okay. Ja, gut. Ja, true, wir hatten jetzt... Wir hatten Monza ohne Regen, wir hatten Sandford ohne Regen, das ist vollkommen richtig. War aber wieder Zeit. Singapur im Regen wird interessant. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Warte mal, lass mich mal jetzt kurz. Russell. Tatsache, erster Win der Saison für Russell. Magst du Regenrennen? An sich ja, tatsächlich. Ich bin mit Regenrennen sehr happy. Die liefen bisher nicht schlecht. Wir hatten ja in Kanada so ein riesen weirdes Regenrennen in Österreich. Spa hatten wir auch am Anfang Regen, glaube ich. Silverstone, also... Ich bin mit Regen meistens happy und meistens läuft es auch ganz gut. Imola hatten wir auch Regen, ne? Wir hatten bisher mehr Regenrennen als trocken. Aber ne, es macht tatsächlich jedes Mal Spaß, finde ich. Es ist jedes Mal ein Genuss, kann man sagen. Ein absoluter Genuss. Ei, 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 ei.
Aber ich sage auch, wie es ist, ich brauche solche Rennen. Eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, ich brauche solche Rennen nicht häufig, aber eigentlich ist es nicht nur guter Content, sondern es macht auch insane Spaß zu fahren, tatsächlich. Ich bin happy, Chat. Ich bin happy. Das war ein cooles Rennen heute wieder. Mussten wir einige sehr überlegte Manöver machen. Oh. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die mit dabei waren. Vielen, vielen Dank für die Bits. Danke für die Resubs, danke an dem Chat, danke an dem Lurk, danke an die Mods. Es wird morgen einen Stream geben, 18 Uhr gehen wir Minecraft rein. Machen da ein bisschen weiter. Und ich werde jetzt noch das Nordschleife-Video vielleicht gleich aufnehmen, dass ich das am Freitag direkt habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute, es war sehr cool, auch die Stimmung im Chat wieder sehr, sehr nice. Freut mich immer wieder sehr. Ich schicke euch man kann den Namen auch leicht falsch lesen, aber zu F1 Chicken Nugget drüber. Lasst ihr auf jeden Fall viele Grüße da. Haben uns auch schon mal privat getroffen. Tatsächlich, was heißt privat, auf einem Event in Osnabrück. Tatsächlich, war sehr cool auf jeden Fall. Lasst ihr viele liebe Grüße da bei der lieben Miele. Ich wünsche noch einen sehr, sehr schönen Abend und bis morgen hoffentlich. Servus!